gedacht, ich nehme hier jetzt die mittlere Reihe. Da haben wir so einen ganzen dunklen, einen fliederfarbenen Ton und drei Schimmerfarben. So, ich werde mal den fliederfarbenen Ton in die Lidfalte packen. Oh, also da ist ziemlich viel Kickback im Fännchen auf alle Fälle. Aber Farbabgabe ist sehr gut. Richtig gut ist das. Ich mit dem gleichen Pinsel einmal in das Galaxy, das ist das ganz Weinrote, werde ich reingehen und das werde ich mal äußeren Wimpernkranz ein bisschen vertiefen, das Ganze. Ja, ist eigentlich ganz süß, ne? Mit fliederfarbenen Ton gehe ich dann noch über das ganze Lid drüber. Und dann ergibt sich auch noch ein anderer Ton, und zwar so ein Mittellila, sage ich einmal. Nicht so ganz hell und auch nicht so ganz dunkel. Also ich finde das sehr, sehr, sehr süß. Ich probiere jetzt auch noch diesen hellen, fliederfarbenen Ton hier nach oben noch ein bisschen zu verblenden, dass wir noch ein bisschen Tiefe haben hier, dass wir nicht nur eine Farbe haben, sondern so ein bisschen vermischt einfach. Oh, nicht schlecht. Ja, bin ich hier unten lang gegangen und habe es mit Lidschatten verblendet. Und jetzt trage ich den Ton Hallucination auf. Einmal am äußeren Wimpernkranz. Also am äußeren Lid. Und das ist eigentlich fast der gleiche Ton. Der passt super duper in den Außenwinkel auf alle Fälle. Genau. Und jetzt werden wir, das ist jetzt eine gute Frage, ich denke, ich werde, ich brauche jetzt noch ein Meteor, der ist hier vorne und das sollte eigentlich so ein helllila sein oder rosa. Er hat einen schönen Schimmer und den setze ich mir jetzt hier vorne auf. Intensiver haben und tap hier über den Übergang, um hier einen schönen Übergang zu erreichen und das funktioniert richtig gut. Aber ich finde, der Schimmer ist jetzt nicht so intensiv. Ich werde jetzt einfach einen Applikator nehmen und werde das nochmal versuchen aufzunehmen, weil ich finde mit Applikator, dass ich es noch rausbringe, wirkt das immer noch besser und kann man das noch präziser auftragen. Ja. Ist auf alle Fälle besser. So, das hat jetzt auf alle Fälle besser funktioniert. Ich glaube, man sieht das ganz gut, wie schön der Schimmer rüberkommt. Und jetzt will ich für den Innenwinkel von den Liquid Chrome Eyeshadow, der ist von She Glam, nehme ich mal ein bisschen was auf. Und das setze ich mir jetzt in den Innenwinkel, weil wir lassen es noch mehr funkeln. So schaut das jetzt aus. Das mache ich natürlich auf beiden Seiten. Und dann kommt ein bisschen Schimmer drüber. So, und jetzt habe ich von Gloss Gods, das ist so ein Pigment, das schimmert auch schon so schön lila Farben. Und da braucht man dann nur, das ist eine kleine Öffnung, kann man mit dem Pinselchen reingehen. Und dann gehe ich hier auf den Liquid Eyeshadow einfach und platziere mir hier den Schimmer und so haben wir hier im Innenwinkel noch mehr Glitzer auf alle Fälle. Und als nächstes trage ich mir dann von der Essence Palette wieder meinen Highlight-Ton hier oben auf und dann mit diesen Mascaras mache ich mir noch meine. Das ist ein Liquid Eyeliner. Das zeige ich euch dann auch noch, wie das Ergebnis mit dem wird. Auch um in Kryolangel.
So, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also bin ich ganz zufrieden. Weniger zufrieden war ich mit der Sleek Mascara. Die ist leider schon ausgetrocknet. Das ist die erste, die was ich so weggeben musste, weil ich habe ja alles so ziemlich gleich ausgetestet und das war die erste. Das heißt, ich habe mir meine Wimpern gemacht mit der Sandstone Raincoat Mascara, mit der 5x Volume Mascara von Makeup Mecca und natürlich mit der Vicious Mascara. Das ist ja meine Lieblingsmascara. Und jetzt habe ich noch ein neues Produkt. Und zwar ist es ja ein Foundation Stick von Juvia's Blaze. Und den werden wir jetzt gleich einmal gemeinsam austesten. Und ich schaue mal, wie das funktioniert. Und eigentlich wollte ich das ja eigentlich als Kontur bestellen. Aber das hat nicht funktioniert, weil die Farbe einfach zu hell ist. Es ist sehr schwierig, also bei Juvia's Blaze, dass man da mal einen richtigen Ton erwischt, ist sehr schwer. So, jetzt sprühe ich einfach mein Make-up-Schwämmchen an und werde mir das einarbeiten. So, die Foundation ist besser als ich dachte. Ich habe jetzt auch noch den Hydra Shape Concealer von Makeup Mecca und den Art Deco Perfect Tone Concealer aufgetragen. Und außerdem habe ich es mit Under Eye Powder gesettet. So, jetzt müssen wir noch meine Foundation setten. Und da habe ich von Kiko Dolce Diva Power Foundation. Und mit der sette ich das. Das hat so ein schönes Packaging. Und so schaut das aus. Dann nehme ich so einen riesengroßen Puderpinsel von Glam Shop ist der. Also den finde ich richtig, richtig gut. Und habe ich eh schon öfters gesagt, ich sette mein Gesicht wahnsinnig gern auch mal mit Puder Foundation. Jo. Dann nicht so stark aufgehellt wird, wenn man ein weißes Puder zum Beispiel nimmt. Und ja. Als nächstes würde ich sagen, machen wir jetzt den Bronzer, na, Kontur. So, Kontur mache ich bei Produkten, das mache ich aber off-Kamera, weil das kennt ihr eh schon von mir. So, als nächstes habe ich den von Kiko, den Lost in Amalfi Baked Bronzer. Ich habe den jetzt heute nochmal genommen, weil ich den nochmal austesten muss, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob der jetzt gut funktioniert oder nicht, weil ich habe den gestern schon genommen und hat man kaum was gesehen. Ja, ein bisschen sieht man was, ne? Aber es ist nicht, macht schon sehr, sehr wenig, ne? Also das muss man halt schon sehr aufbauen, auf alle Fälle. Gefällt mir jetzt eigentlich doch ganz gut. Also wenn man es aufbaut, dann schaut das eigentlich ganz gut aus. Jetzt habe ich von ColourPop von Tinkerbell, das ist so ein Green Blush. Und um das noch zu toppen, habe ich natürlich noch ein Puderprodukt und zwar von Milani. Dieses Blush. Das ist das Luminoso 05. Und dann habe ich noch den Blushleiter von Essence. Oh wow, diese Kombi ist einfach nur der Burner. Schaut's mal. Ich finde, das schaut so sommerlich aus. Ich mag diese Base, ich mag diese Farbe. Wuhu, richtig, richtig gut. So, und jetzt würde ich sagen, setzen wir uns noch einen Highlighter drauf. Und zwar habe ich einmal diesen Highlighter-Stift. Ich werde mir den einfach auf die Hand geben und dann mit dem Pinsel auftragen. Und dann habe ich noch von Ofra so richtig Bam in your face, ne? Also so richtige krasse Highlighter. Und die zwei Sachen setze ich mir jetzt drauf. So, so schaut das jetzt aufgetragen aus. Richtig cool. Ich habe jetzt noch einen losen Puder. Damit sette ich jetzt mein ganzes Gesicht. Und gebe mir dann ein Setting Spray drüber. Und dann gebe ich mir auch noch von Danessa Marix diesen Dew Wet Balm drüber. Und werde mir noch ein paar Fraggles machen mit Frag. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So schaut das jetzt einmal aus vorab. Und jetzt kommt noch Lippenprodukt. Und zwar habe ich hier von Dior, habe ich jetzt diesen Ton. Den werde ich mit dem Lippenöl auftragen. Und dann habe ich noch einen schwarzen Lipstick von Juvia's Blaze. Und dann werde ich mir in der Mitte auftragen und so ein bisschen verbinden. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. So, und das ist jetzt der fertige Look. Ich habe mir noch schnell meine Haare gemacht mit ein bisschen einem Texturspray, weil ich habe mir ein Zöpfchen wieder gemacht gehabt und noch einen Spray zum Fixieren reingemacht. Das ist der fertige Augenlook und ja, ich finde generell die Base ist gut geworden, Augenlook ist gut geworden. Ich finde auch diesen mit dem schwarzen Lipstick, das ist auch okay, aber nur so würde ich den schwarzen nicht tragen, das wäre zu heftig. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir haben dann noch einen Look. Und bis zum nächsten Look. Hallo, jetzt habe ich noch einen Look zum Schminken. Ich habe mich passend schon mal angezogen. Das ist so ein Kleidchen in so Senfgelb, orangelich. Und da wir heute einen orangenen Ton schminken, und zwar mit dieser Reihe, und ihr seht schon, das passt eigentlich ganz gut zu meinem Kleidchen dazu, würde ich sagen, wir legen jetzt gleich einmal los. Ich suche mir diese gelbe Base auf. So, ich habe mir das mit dem Spectrum-Pinsel aufgetragen und zwar mit dem A16. Der ist super, super weich, also ich finde ihn richtig cool und habe es dann einfach noch mit meinem Beauty-Blender ein bisschen verblendet. Und jetzt werden wir hier weitermachen und zwar. Ich glaube, ich werde einfach mit diesem ganz dunkel, also anthrazitschwarzfarbenen Ton, werde ich mal starten. Nehme ich mir so einen kleinen, wirklich einen ganz einen feinen Blenderpinsel, denn das ist der A12. Und gehe hier leicht ran, weil die Farben sind halt ultra gut pigmentiert. Und werde mir da hier mal das Außen ein bisschen verdunkeln. Ist, ich würde sagen, es ist ein dunkelgrau, aber so ein dunkles Anthrazit. Hier nach vorne. Das, dann nehme ich aber den gleichen Pinsel, gehe ich einfach in das Solar, das ist dieses Dunkelorange, und setze mir das hier unten am Lid auf. Genau. So. Und werde das auch noch hier oben ein bisschen mit dem Schwarz verblenden. Und auch hier außen noch. So, das ist das jetzt einmal. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Helligkeit hier reinbringen. Und jetzt gehe ich in dieses Warm Light, dieses ganz hellorange. Und da ist auch eine Sonne drauf. Wie gesagt, es bröckelt ziemlich im Pfännchen, so wie bei den anderen Farben. Das muss man halt wissen. Aber die Qualität ist einfach bombastisch von oben ins Ei. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und ich werde mir das jetzt, dieses helle Orange hier noch ein bisschen in die Lidfalte ziehen. Und auch hier hinten, dass es noch etwas heller wird. Und einfach, dass man die Abstufungen ein bisschen hat, ne? Dieses ganz dunkle und ganz helle und das Mittelorange. So, jetzt habe ich das ein bisschen verblendet auf alle Fälle. Es ist jetzt noch ein bisschen dunkel, aber wir haben ja noch so viele Schimmertöne. Habe jetzt hier unten das Orange mit diesem Shadow Stick von Beauty Bay, von diesem Disney Shadow Stick gemacht. Und mit diesem Pinsel habe ich mir auch hier alles mit Lidschatten gesettet. Und jetzt kommen die Schimmertöne dran. Und zwar haben wir zwei Stück. Den Eternal, das ist dieser rostbraune Ton oder Orange, keine Ahnung. Der schaut so aus, dann setze ich mir auf auf den hinteren Teil des Lides. War ich so cremig, war ich unglaublich. Und den Sunlight, das ist so ein Goldorange, setze ich mir jetzt hier vorne auf. Und das ist echt ein wunderschöner Ton.
um das Auge so ein bisschen zu öffnen, verbinde das Ganze ein bisschen miteinander und richtig, richtig schön, ne? So, jetzt mache ich mal weiter mit einem Augenbrauen-Highlight und dann nehme ich wieder die Essence-Palette. Und ich habe hier den Spectrum A16 und zwar für den anderen Pinselset mit den schönen lila-blauen Pinselhaare. Und da werde ich in dieses Whippet heute reingehen. Und das setze ich mir einfach hier unterhalb der Augenbraue auf. Nur, dass es ein klein wenig schimmert. Genau. So schaut das jetzt aus. Und ich würde sagen, als nächstes mache ich jetzt gleich einmal meine Augenbrauen. Und da zeige ich eine Kombination aus der Brow-Palette von Catrice. Dann habe ich dieses Brow-Gel und noch das Fixing-Gel von Kryolan. So, jetzt habe ich mir noch einen Eyeliner aufgetragen, diesen orangenen, um das Auge noch ein bisschen zu heben, da das andere eh schon relativ dunkel ist. Ja, von Sticker Dolls ist der, den mag ich sehr, sehr gerne. Und für den Innenaugenwinkel habe ich mal von Revolution Bro, das ist so ein Bronze-Creme. Ich glaube, das ist ein Eyeshadow, aber ich nehme das immer für den Innenwinkel, um das noch ein bisschen strahlender zu kriegen. Und jetzt trage ich mir diese drei Mascaras auf. Die Growing Lashing vom Vibo, die von Catrice, die Lash Changer und die Vicious Mascara plus den Waterproof Maker. So, jetzt habe ich noch von Glam Shop den Highlighter mir noch in den Innenwinkel gesetzt und jetzt strahle ich richtig. So, das ist das Ergebnis mit den drei Mascaras. Geht so, geht so. Eigentlich hat mich das jetzt nicht so überzeugt, aber ich werde sie dann noch separat austesten. Heute verwende ich das The Ordinary Colors Coverage Foundation. High Coverage soll die haben. Und Concealer habe ich dann noch den von Jeffree Star und den von Kiko in der Farbe 05. Und das trage ich jetzt gleich einmal auf und zeige euch dann das Ergebnis. So, jetzt habe ich mir das aufgetragen. Als erstes habe ich diesen schönen Foundation Buffer genommen. Das ist der B01 und ist ultra weich. Also finde ich wirklich, wirklich toll. Und habe es dann mit einem Sponge einmal verblendet. Habe das mit dem Sponge und mit dem Fix Matte von MAC habe ich das eingearbeitet. Und wie ihr seht, es hat wirklich Full Coverage, aber es scheint auch noch ein bisschen der Glow durch. Und von der Farbe her seht ihr, passt das eigentlich ganz gut. Es kommt eh noch ein bisschen Farbe ins Gesicht mit Bronzer und so weiter. Und jetzt werde ich auch noch die Concealer auftragen. So, Concealer sitzt jetzt. Und ich habe es noch mit dem Soft Focus Under Eye Powder von Make Up Maker gesettet. Ich muss sagen, das deckt heute richtig gut ab. Das nächste, was ich mache, ist, ich sette mit dem Barbour Puder, was ich hier habe, mit einem großen Puderpinsel von Spectrum A01. Denn es ist eher ein festes Puder, zum Glück. Also, ich sette mir hier jetzt mein ganzes Gesicht. Schaut jetzt, glaube ich, ein bisschen hell aus, aber das wird schon. Das wird schon, denn es kommt noch genug ins Gesicht. Alle Fälle. So, diese zwei Sachen dazu, das ist von Glam Shop, der Konturstick. Und von Wet n Wild das Konturpuder. Sieht's aus. Ich finde, das ist ganz gut geworden. Und jetzt habe ich noch von L'Oréal diesen Bronzer. La Terra heißt der. Wenn ich ihn aufkriege. Genau, so schaut der aus. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal verwendet oder so. Also nicht oft. Und ich überlege gerade, ob ich den für den Bronzer nehme. Ist eigentlich ein Blushpinsel, ne? Ich werde diesen hier, der ist so ein bisschen weicher und nicht so festgepresst. Und jetzt gehe ich da so rein und werde mein Gesicht ein bisschen aufwärmen. Was ich finde, richtig gut funktioniert. Denn ich bin eh viel zu
hell durch die Foundation. Ja, jede Foundation kann auch nicht im Sommer passen, ne? Also man ist ja natürlich auch ein bisschen heller im Herbst, Frühling und ja, werde mir da jetzt ein bisschen Farbe ins Gesicht zaubern, auf alle Fälle. So. Und das nächste Produkt, was wir haben, ist mein Blush. Und zwar, da habe ich drei Sachen. Blush Lighter, das kommt am Schluss dran. Blush. Da habe ich den von Odin's Eye. Das ist ein schöner oranger Blush. Passend zum Augen-Make-up. Aber als erstes trage ich mir von Rare Beauty den auf. Und da werde ich jetzt diesen hier dazu nehmen. Das ist der A05 von Spectrum. Ich gebe mir ein bisschen was mit dem Applikator auf meine Hand drauf. Der ist eben auch so ein bisschen orange, wie man sieht. Und gehe da jetzt mit meinem Pinsel so drüber und trage mir das jetzt auf meiner Wange so auf. Ein bisschen ins Gesicht, auf alle Fälle. So, brauchen wir noch mehr? Das ist nur so ein kleines Fläschchen. Das habe ich irgendwo mal dabei gehabt. Ich glaube, bei Peace heißt die Farbe. 3,2 Milliliter habe ich da drinnen. Ich glaube, ich habe mir da so ein Willhaben-Paket gekauft und da war der dabei, weil ich wollte ihn unbedingt einmal austesten. Und ich finde ihn richtig, richtig schön und richtig zart eigentlich. Und ich mache das immer so, dass ich zuerst die flüssigen Texturen nehme. Die cremigen, flüssigen und dann eben mit Puderprodukten sette. Wenn man natürlich noch weniger Ergebnis haben möchte, kann man auch nur die Creme oder flüssigen Produkte auftragen. Das geht genauso. Aber ich mag das schon, dass man das auch ein bisschen sieht. Ja, also das war jetzt das flüssige Produkt. Jetzt gehen wir von Odin's Eye den Blusher auf. Und da gehe ich aber auch nur ein bisschen ran, weil das ist sehr, sehr gut pigmentiert auf alle Fälle, wie ihr gleich sehen werdet. Aber es kommt dann eh noch ein bisschen ein Puderprodukt, also so ein loser Puder kommt ja am Schluss eh nochmal drüber. Und deswegen mache ich das immer ein bisschen mehr. Schaut jetzt zwar ein bisschen komisch aus, aber das wird alles noch. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen den Blushlighter drauf. Es gibt noch ein bisschen mehr Glow auf alle Fälle auf unsere Wangen. Glaube, man sieht schon ein bisschen. So, und das nächste Produkt, was ich jetzt habe, ist. Okay, ich habe hier zwei Highlighter. Da brauche ich aber nur einen. Und zwar trage ich das Blush auf und von Kiko an gebackenen Highlighter. Und das erste, was ich mache, das mache ich genauso wieder. Und dann nehme ich jetzt aber einen Highlighter-Pinsel und ich denke, ich werde das mit so einem Pinsel machen. Und zwar ist das auch so ein Orange, das ist voll cool. Den trage ich mir jetzt einmal auf meinen Handrücken auf. So mache ich das, wie gesagt, bei alle Creme-Produkte, weil alles andere funktioniert meistens nicht. Arbeite mir das mal in den Pinsel ein, richtig schön. Und dann trage ich mir das hier auf. Aber ich glaube, das war noch ein bisschen zu wenig. Ich glaube, der Pinsel nimmt da auch sehr viel Produkt auf. Genau. Da sieht man es eigentlich schon ganz gut. Und ich gebe mir auch ein bisschen was hier noch auf, weil ich will mal ja, da gehe ich jetzt mit dem Finger und gehe mal entlang der Nase. Und auch hier am Lippenherz ist ganz wichtig.
Und den Rest tupfe ich mir noch hier auf. Ja. Schaut viel schöner aus, dieses Ergebnis, wenn sie so macht, wie wenn sie das direkt drauf gibt, weil viele, ihr seht es jetzt auch, ich glaube, jetzt ist das Licht auch ein bisschen besser hier. Schaut voll schön aus, der Schimmer, weil ansonsten habt ihr so einen groben Glitzerpartikel drauf, weil die meisten geben sich die Punkte hier auf die Haut und verblenden es dann. Aber ich finde, es ist viel, viel schöner, wenn sie das auf die Hand, nicht die Handfläche, sondern hier auf die Hand drauf schmiert. Also ich mache das zumindest so. Und jetzt kommt eben noch von Kiko der gebackene Highlighter drauf. Wunderschönes Packaging. Bei Kiko kann das richtig gut. Und so schaut der Highlighter aus. Und mit dem gehe ich jetzt dann noch ein bisschen drüber. Mich juckt es. Ja, ist sehr subtil, aber ich finde, das passt. Jetzt habe ich mir da ein bisschen was abgetragen, weil es mich da so gejuckt hat. Und hier unten wieder, dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal verwendet habe, wahrscheinlich nur einmal, aber der ist eigentlich ganz schön, ne? Gefällt mir richtig gut, schaut richtig cool aus. So, und jetzt als letztes mache ich mir noch dieses Cherry Puder drauf, fixiere das einmal mit meinem Fixing Spray und dann am Schluss kommen noch ein paar Freckles und der Glass Stick, dass alles noch ein bisschen mehr schimmert und dann zeige ich euch das gleich. So, und das ist jetzt der fertige Look. Habe mir die Haare jetzt wieder ein bisschen gemacht, meine Frisur. Ich habe hier die Spange von Six von der Mystery Bag. Dann habe ich noch hier so kleine Spangen, die habe ich mir mal beim Hofer gekauft. Und die Haare habe ich mal wieder mit so einem Meersalzspray und mit so einem Fixing Spray quasi ein bisschen die Locken wieder verstärkt. Und das ist jetzt der fertige Look mit dann, ich habe jetzt die Sommersprossen auch ein bisschen und ja, die Base finde ich richtig, richtig gut. Mein Lippenprodukt war einfach nur das Lippenöl und da bin ich einfach in diese Gucci-Probe einfach reingegangen und ich finde, das ist richtig gut geworden. Und Lip Liner habe ich von Eveline Cosmetics genommen. So, ich hoffe, euch hat das gefallen und das war jetzt meine Review zu dieser schönen Palette. Ich zeige sie euch nochmal. Und zwar die Solmane 2 Palette ist das. Ich habe hier schöne drei Looks. Also man kann, wie gesagt, man kann hier so entlang gehen. Man könnte aber natürlich auch untereinander mischen, weil dieses Orange mit Blau zum Beispiel wird auch wunderschön ausschauen. Ich muss sagen, der Look ist mir fast ein bisschen zu dunkel. Man kann es natürlich machen, ist ein bisschen dramatischer, obwohl ich das Orange sehr sommerlich finde. Aber es kann auch schön herbstlich sein mit diesem rost-orange-braunen Ton, finde ich. Passt auch zu meinen Haaren eigentlich ganz gut dazu. Nur würde ich vielleicht mit Dunkelblau kombinieren. Das Schwarz ist doch ein bisschen hart. Ich habe es zwar eher ein bisschen aufgelockert und habe hier Orange dazu gemischt, aber sind halt schon sehr, sehr gut pigmentiert, ne? Ja, alles in allem finde ich eine wunderschöne Palette. Man muss halt wissen, sie hat Kickback im Pfändchen, das auf alle Fälle. Rieselt auch ein bisschen runter, aber ich mache eh immer zuerst mein Augen-Make-up und dann erst die Base. Aber alles in allem eine wunderschöne Palette. Die Qualität ist einfach top. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!